Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir hier soweit alles gesäubert, sage ich mal, und freigelegt. Und wir haben es dann endlich mal geschafft, den Generator anzumachen. Mich interessiert es jetzt aber mal, was es hier alles gibt. Okay, wir haben jetzt hier einen Port. Das sieht wirklich so wie das Stargate aus hier. Moment, da muss ich mal eben so. Ich habe das Stargate gefunden. Okay, was haben wir hier? Da können wir nichts mitmachen, ne? Hier kommen wir wieder raus. Ich will jetzt nur wissen, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können, vielleicht. Irgendwelche Unterlagen oder ähnliches. Öffnen. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Da kommt man auch wieder raus. Da hinten, das konnte ich, glaube ich, nicht machen, ne? Das heißt, hier müsste man dann auch rauskommen. Aber hier kommt man gar nicht raus. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal nach oben. Ist hier noch irgendwas drin? Auch nicht. Ich denke mal auch nicht. Das sieht aber so richtig krass aus, finde ich. These must be Dr. DuPont's files. And a key? Keine Ahnung, aber ich finde erstmal die Notizen. Dr. Dupont, Feldnotizen 1. Die große Kreatur, die ich in meinen vorherigen Notizen erwähnte, ist für die Ökologie des Sumpfes von entscheidender Bedeutung. Ich bin natürlich nicht mit dem Namen einverstanden. Die Namenbezeichnung für diese Kreatur klingt so vage. Sie passt nicht zu einem Wesen, das so total atemberaubend ist. Das war mein erster Eindruck. Es war total außergewöhnlich. TA, na klar, ich werde es vorerst so bezeichnen und später einen ausführlichen Bio-Beschreibung hinzufügen. Aber dafür brauche ich meine vorherigen Notizen aus dem Hangar. Looks like I gotta get into that hangar. Ja, aber wo hat sie jetzt einen Schlüssel gesehen? Das ist voll. Da blinkt doch die ganze Zeit was. Wieso kann ich da nichts nehmen? Wieso blinkt das? Okay, damit hat es nichts zu tun. Aber sag mir aber bitte nicht, dass irgendwas verbuggt ist, weil sie hat ja von einem Schlüssel gesprochen. Ach, das ist ein Aufzug gewesen, glaube ich. Sie hat von einem Schlüssel gesprochen, der vielleicht, weiß ich ja nicht, hier hinten drin ist. Aber ich kann hier halt nichts nehmen oder so. Finde Duponts andere Akten. Ja, toll. Hier kann man gar nichts finden. Moment, da hinten geht's noch raus? Dann brauche ich hierfür wahrscheinlich einen Schlüssel oder so, ne? Das ist doch doof. Also wenn mir einer sagt, da ist ein Schlüssel, dann erwarte ich oder gehe halt davon aus, dass da auch in dem Moment da ein Schlüssel ist. Das ist halt jetzt seltsam. Kommen wir hier von unten auch rein? Ach, da sind die. Moment, wie war das jetzt nochmal? Der war das, ne? Von der anderen. Och, ihr wollt mich doch. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Moment. Hier kommt man noch hoch. Kann man da auch rein? Das ist die andere Frage. Das ist damit verbunden und damit. Achso, ja, okay. Rein kann man auf jeden Fall. Das ist gut. Frage ist nur. Rucksacktasche. Ah, sehr, sehr cool.
Okay, perfekt. Halte gedrückt. Die sind aber automatisch. Also ich weiß nicht, warum der immer sagt, ich soll hier reingehen. Aber wir haben jetzt alle. Das ist sehr cool. Das heißt aber doch gleichzeitig, dass ich auch mehr tragen können müsste, ne? Ich kann nicht nichts machen mehr, ne? Okay. Ja, mach auf, lauf. So. Hier vorne bin ich schon mal drin gewesen. Aber ich kam an irgendeiner Stelle nicht weiter, weil das elektronisch war. Das weiß ich noch. Wir gucken wir jetzt erstmal eben hier. Das geht ja nicht weiter auf. Kamen wir da noch irgendwo hin? Ach, die hat den Hangarschlüssel gefunden. Crashpods. Ach so. Now, where's that file? Ja, jetzt haben sie mich aber wirklich veräppelt hier. Ich denke mal, dass, dass das oben ist, der Fall. Oh, nee, Moment. Dr. Dupont, Feldnotizen 2, das Mara Sig, so nennt sie es. Es ist beeindruckend, so alt wie jener uralte Baum im Nari-Dschungel, sagten die Namen. Es existiert immer noch ein Mara Sig, wenn es dem Tode nahe ist, rollt es sich um sein Eigelege herum zusammen. Das Elternteil stirbt und gibt seine letzte Wärme an den neugeborenen Nachwuchs weiter. Und dieses Kind übernimmt dann die Rolle des Nesthüters. Es ist herzzerreißend. Gott, ich hoffe, Krativas kriegt dieses Ding nicht in die Finger. Mhm. The Mara Sig. Oh, now you open. Tabitha? Yes, Vic, I hear you. Our TA? Its real name is the Mara Sig. Some sort of unique creature, one of a kind. You've seen it? No, but... Vic. Huh? Are you all right there? Yeah, I just, found a hangar with a few escape pods, the old kind. We had them on Galileo 57. Oh. You mean... the disaster? But it's weird. These pods, it looks like they lock from the outside. That's right. All the old models were like that. What? Those models are decommissioned now. Too dangerous. They all operate from the inside now. But yeah, they all used to be like that. Why? She locked it. What? Locked what? Vic. My mother. She locked the door of my pod. I always thought it was me. That I couldn't get the door open. That I missed something. Oh, no. All this time, I blamed myself. She must have realized how unstable the place was. She wanted to keep you safe. It was never your fault, Vic. She saved your life. She saved my life. Vic, we... I need to go. Ja. Sprich mit, das ist wahrscheinlich der, mit dem wir nach hier gekommen sind. Ich würde aber gerne noch wissen, was hier mit dem Teil hier hinten war. Ach, der steht sogar hier hinten. Ja gut, dann. Moment, hier hinten, das ist aber immer noch zu. Schade. Der ist jetzt hier drin. Hi. Ich habe die Aufzeichnung. Bemerkenswert. Michaels Worte waren stets von kompakter Kohäsion. Das Mara Sig, aber das
Mensch, leidest du unter Unwohlsein? Dein Gesicht ist... Mir geht es gut. Du kanntest Dr. Dupont also persönlich? Wir haben zusammen an zahllosen Projekten gearbeitet. Seine Beobachtungen waren stets zuverlässig. Der Doktor war eine sanfte Seele. Du vermisst ihn. Michael ist abwesend, doch er hinterlässt eine Form. Die Geometrie meines Lebens. Erinnerungen. Weißt du, dein Gesichtsausdruck deutet darauf hin, dass du selbst widerstrebende Erinnerungen hegst. Nur eine Hypothese. Es ist nichts. Also, der Weg nach Neu-Lan-Lania. Aha. Wie gesagt, das wesentliche Hindernis für solch ein ambulatorisches Verfahren ist das Metalltor. Hier ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Das ist dein großer Durchbruch. Er lag draußen im Gras. Das kann nicht dein Ernst sein. Bisweilen erscheinen transformative Entdeckungen dort, wo wir sie nicht erwarten. Das kannst du laut sagen. Aber danke. Nein, wir danken dir. Mit diesen Aufzeichnungen ist unsere Neubewertung menschlicher Bestrebungen auf Ava abgeschlossen. Eine Transition ins Gras wird folgen. Grasland. Und danach die Aufregung der Ungewissheit. Okay. Durchquere den Tunnel. Wo sind wir denn jetzt gerade? Moment, wir sind da. Da müssen wir aber gar nicht hin. Wir müssen quasi zurück, oder? Oder müssen wir hier so einen Tunnel durchqueren mit den... Also wenn ich das richtig verstehe, müssten wir hier eigentlich den Tunnel durchqueren, um dahin zu kommen. Das heißt, wo wir jetzt sind, ist eigentlich falsch. Aber ich würde gerne gucken... Ich wollte gerade sagen, da hat doch gerade noch was geblinkt. Das ist auf jeden Fall neu. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Was ist denn da unten? Ja, ich habe doch gerade was gehört. Der lief gerade. Ach, da! Okay, ja gut, von hier oben ist ein bisschen hoch, das ist mir schon klar. Aber da müssen wir auch rein. Also hoffe ich mal, dass wir da... Oh, natürlich kommen wir da nicht schnell durch. Was ist denn von der anderen Seite? Ah, von der anderen Seite ist von hier, okay. Können wir aktivieren. Sehr gut. Oh, da hätte ich vielleicht doch nicht rüberspringen sollen. Moment. Dann gehen wir da mal eben hin. Um die zu öffnen. Zack. So, die Frage ist, da kommen wir jetzt nicht rum. Aber wir kommen hier runter. So. Wenn wir jetzt hier runter gehen... Dann würden wir theoretisch da hinten rum können. Die Frage ist nur, kann ich da irgendwo... Ne, da kann ich aber auch nicht rüberhüpfen. Da ist einfach nur alles kaputt. Also wir könnten zwar da runter, aber da mache ich mich natürlich auch kaputt. Das ist halt das Problem. Ach, Moment, dann kommen wir da hin? Ah, Moment. Gerade was gesehen... So, ich bin auch doof. Ich wollte eigentlich sagen, wenn ich jetzt was kochen, also wenn ich jetzt wieder mehr Platz habe, könnte ich doch eigentlich auch was kochen. Jetzt habe ich natürlich wieder eins eingesammelt, was vielleicht nicht so clever war. Moment, wenn ich jetzt darum gehe, dann komme ich mehr zu unserem Ziel. Da will ich aber gerade noch nicht hin, sondern ich wollte... Ah, Moment, da ist noch eine Blume. Sondern ich will eigentlich...
Da hinten sind die. So, die können das hier wahrscheinlich dann auch aufmachen, nehme ich mal an. So. Okay, aber was seid ihr jetzt? Ach, ich hab die... Ach, scheiße, ich hab die vorher nicht fotografiert, ne? Oh. Das hätte ich machen sollen. Ah, das war wieder richtig doof. Say cheese. Okay, die sind auf jeden Fall neu. Hä? Die sind nicht neu? Aber die sagen mir jetzt gar nichts. Oh, ist das niedlich. Die sagen mir jetzt gerade wirklich nichts. Hab ich irgendwas hier nicht mitbekommen? So, Moment. Das war aber die andere Richtung. Nee, vorne war das eine. Genau, da. Wobei, ich glaube, ich komme dann über beides wahrscheinlich dahin. Damit auch was machen? Leider nicht. Hm. Na gut. Das heißt aber... Nee, das heißt, da komme ich nicht hin. Ich muss erstmal hier oben was frei machen, Jungs. Wartet mal eben einen Augenblick. Wollte ich das nicht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier? Ach nee, hier ist das. Meditieren. Sehr schön. I'll never forget this place. Da wir jetzt alles andere gemacht haben, hole ich die jetzt mal. Band 3, ne? Dann sind die alle hier, glaube ich. So, ihr seid gerettet. Also nehme ich an, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich darauf hinausläuft, dass man die halt eben retten muss. So, die Frage ist jetzt nur, was können wir... Können wir hier überhaupt noch irgendwas machen? Was sind diese großen Dinger hier? Da können wir nichts mitmachen, ne? Das ist einfach nur... Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns langsam aber sicher aufmachen auf dem Weg zurück. Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Darüber, oder? Oder war das rechts? Bin mir jetzt nämlich gerade nicht so sicher. Hier können wir stehen bleiben, okay. Das heißt, wir können dann hinten geradeaus weiter. Ich weiß halt nicht, wenn ich das zwischendurch nochmal auflade, ob das dann hinten dran gehangen wird oder ob das dann trotzdem weiter ausläuft. Es hört sich so an, als ob hier gleich noch was kommt. Ja, ich höre was. Ah, da. Ach, komm. Infiziert, Foto, abgehakt. Okay. Gut. Foto
Auto abgehakt. Die haben wir auch. Okay, ich will jetzt nämlich nicht nochmal den Fehler machen. Alter, wie ich das hasse. Ich sehe nichts. Ich sehe aber nicht, ob ihr hier irgendwas machen müsst. Aber das sind zwei von den gleichen wieder hinten. Also wenn, dann könnten wir die theoretisch auch noch nutzen. Nein, haben wir noch nicht. Ich habe nur deine Aufgabe im Sumpf erledigt, aber wir haben nicht generell die Aufgabe erledigt. So. Kommt mal her, Jungs. Ich streichle dich auch nochmal. Ja, du bist ein guter, ne? Ja. Good boy. Okay. Ich schaue dann trotzdem nochmal. Ah, da oben ist noch was. Ich habe doch was übersehen. Und das ist wahrscheinlich der Eingang, wo wir dann gleich hin müssen. Sieht zumindest so aus. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Ich muss hier noch was öffnen. Okay. Sehr schön. Können wir die hier auch machen? Ne, das waren die anderen, ne? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Pferde jetzt hier waren oder ob das jetzt generell andere waren. Okay, da ist auf jeden Fall der Eingang, wo wir hin müssen. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier oben noch irgendwas. Da hinten ist noch eine Blume. Ach ja, da können ja wieder nicht runter. Oh. Das ist ein bisschen nervig, dass sie dann das bisschen nicht runterspringen können. Okay. Dann nehmen wir dich jetzt mal. Weil... Moment, von da bin ich jetzt gekommen, oder? Ah nee, das hier ist der Eingang? Nee, hä? Von da bin ich doch gekommen. Da waren zwei von diesen Blumenviechern hier. Ich will nämlich mal wissen, ich weiß nicht mehr, ob das mit denen hier war. Nee, anscheinend nicht. Ja, wieso kann ich das nicht mit einem von denen machen? Ja, keine Ahnung. Ich dachte immer, da muss eins von denen muss dann dabei sein, was ich halt brauche. Aber na gut, dann halt nicht. So, dann retten wir euch auch erstmal. Komme ich hier hoch? Kann ich das nämlich direkt schon mal nehmen? Ach, ich dachte gerade, da hinten lief was rum. So, ihr lauft da. Du hast ein Schutzschild, dann nehmen wir dich mal als erstes. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Was? 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 Mach nochmal. Habe ich gemacht. Ich hätte es ein bisschen länger machen sollen anscheinend. Aber wieso lerne ich den jetzt als erstes und die hier hinten, die habe ich vorher schon gehabt. Das verstehe ich jetzt nicht. Euch habe ich eben gestreichelt, oder? Ja, ihr seid richtig süß. Ja, dann kommt mal mit. Der war noch da. Ja, der war noch da. Dann schicke ich euch mal weg. Ich hoffe zumindest, dass ich das machen kann und soll.
Ja, doch, da hinten, das sieht mir aber aus wie ein Dorf. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass wir die da reinbringen müssen, um da irgendwas zu öffnen. Hoffe ich zumindest nicht, weil sonst ist mein ganzes Spiel im Eimer. So, von denen haben wir alle vier. Sind auch keine mehr hier in der Umgebung. Dahinter ist eine Pflanze, aber... Oh, ja, ist ja gut. Dich habe ich vergessen. Ist gut. Alter, ist das dein Ernst hier? Ich muss so lange B drücken, bis ich dann wieder... Ach du Schande. Da ist auch so eine. Aber die ist nicht kaputt gegangen jetzt, ne? Ne, die ist immer noch da. Ja, das werde ich wohl von der anderen Seite aus machen müssen, denke ich mal. Und wir sind jetzt genau andersrum ins Dorf reingelaufen. Okay, ist aber nicht schlimm. Wahrscheinlich, wenn man das da hinten nicht öffnet, dass man zumindest ins Dorf rein kann. Also ich hoffe, dass das das Dorf ist, aber es sieht so aus. Ja, ja, ja. Haben wir von dir... Nein? Haben wir von dir eigentlich schon mal ein Foto gemacht? Haben wir. Okay. Betritt neu... Ja, ich bin doch schon drin, oder nicht? Das ist der Außenbereich anscheinend. Moment, da sammeln wir noch mal ein bisschen was. Ach, ich musste auch noch zurückgehen. Ah, das habe ich fast vergessen. Moment, erstmal höre ich hier noch was. Da müssen wir mal eben gucken. Das könnte da drin sein. Es ist aber hier drin. Another strange non-artifact. Okay. Ja, es tut mir leid, wir müssen jetzt noch mal kurz zurück, weil da war ja noch ein Paket. Ich weiß nicht, ein Gesundheitspaket wahrscheinlich. Weil Ausdauerpakete haben wir ja quasi jetzt alle. Moment. Ich sehe da gerade was. Wird von einer anderen Seite ausgemacht. Okay. Hier wäre auch noch mal ein Eingang gewesen. Nee, Moment. Hier bin ich doch raus reingekommen, oder nicht? Hä? Nee, hier bin ich nicht reingekommen. Aber das schauen wir auch mal eben. Der Schoß von Ava. Okay. Hier können wir auf jeden Fall doch mal meditieren. Ja, machen wir doch. How important it is sometimes to stop and look around you. So, da hinten ist eigentlich nur noch das eine hier zu nehmen. Und ich denke, dass das jetzt die Abkürzung ist. Ich hoffe. Das würde aber heißen, ja, dass da auch diese scheiß Blume ist. Aber ich verstehe das nicht. Also wir konnten die ja nicht wegmachen. Moment, wie bin ich denn mit denen hier eben rumgelaufen? Das war hier rum? Da war es nicht rum, ne? Ach, hier hätte ich das auch nochmal machen können. Aber hier habe ich das doch gemacht, oder? Ja, genau. Ach, okay. Ausdauerpaket ist es. Ah, okay. Kein Gesundheitspaket. Aber nicht schlimm. So. Dann gehen wir wieder zurück zum kleinen Dörfchen. Ah, da hinten, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Und ja, dann würde ich sagen, dann machen wir da gleich den Cut, wenn ich herausgefunden habe, wie ich da reinkomme. Oder wahrscheinlich komme ich durch ihn ja rein. Ach ja, das ist der Eingang hier, nehme ich mal an, ne? Dann würde ich sagen... Bleiben wir mal eben hier, bevor wir hier irgendwas triggern. Und ja, bevor wir jetzt da in das Dorf reingehen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Das sieht mir wirklich wie Klein- oder Neu-Lania aus. Es hieß ja, glaube ich, übersetzt Klein-Lania oder wie war das nochmal? Ist auf jeden Fall ein kleines Dörfchen. Und ja, ich bin froh, dass wir da bisher soweit gut durchgekommen sind und mal schauen,
was uns der Anführer oder die Anführerin, ich weiß jetzt nicht, das klang für mich so ein bisschen, als ob es ein Sie ist und er sich da drin verliebt hat und sie dann irgendwie aber gegangen ist. Ja, wir werden auf jeden Fall mehr erfahren, hoffe ich doch mal, in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen weiter, alles weiter. Ich kann kein Deutsch mehr heute, es tut mir leid. In der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!